Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4 in New Cow World. So, wir haben jetzt im Safari Adventure Sito getroffen und Gator Clown und jetzt sollen wir ihm helfen, die Gator Clown zu erledigen, weil sie ihn und seine Familie angreifen. Ich würde mich aber auch ganz gerne hier umgucken, Sito. Was haben wir denn hier alles Schönes? Haarklammern, okay. Warning. Vielleicht. Was? Ich höre hier irgendwas. Vielleicht laufen wir ihm einfach erstmal nach. Und dann gucke ich mich mal in Ruhe um. Einmal das machen, was das Spiel von uns möchte. So, er ist irgendwie hier lang gelaufen. Das sind Gehege. Ja genau, was ist mit den ganzen Tieren hier passiert? Monster! Mit der Planke! Also... Sito, aus dem Weg. Was? Da war er in welchem Primatenhaus? Ich will nicht Sito erschießen. Was sind denn für Geräusche? Primatenhaus. Na gut, folgen wir ihm weiter. Aber die sind machbar. Ich glaube, die sind auch nicht ganz so schlimm wie Todeskrallen selber. Hi. Hier ist deine Familie. Und die sind... Ja, was ist das? Die sind echt? Die sind nicht so wie die... Mit ja, nun rede doch mit mir. Das Zuhause. Das Familie. Nicht Angst, sie dir nicht wehtun. Du Freund Sito heißen, du Freund Familie. Wie bist du bei diesen Gorillas gelandet? Sito sehr klein als erste Familie sterben. Erste Familie wie Sito aussehen. Sito nicht sterben, nur gehen und gehen. Dann finden Zoo, finden neue Familie. Neue Familie helfen Sito, geben Sito Essen und Wasser, beschützen Sito. Jetzt Sito groß und stark. Sito helfen Familie kämpfen gegen Monster. Eine schrecklich nette Familie. Du hast eine schrecklich nette Familie, Sito. Du sage nette Dinge. Sito möge neuen Freund. Jetzt du helfen, Sito. Ach, weil du mich Familie magst. Familie in Gefahr. Hier verstecken vor Monstern. Nur hier sicher. Hier haben kein Essen. Hier haben kein Wasser. Sito rausgehen. Helfen Familie. Monster Sito töten wollen. Sito viele töten. Mehr Monster kommen. Nicht aufhören. Sito Angst haben, Monsterfamilie wehtun. Aber wo kommt denn so schrecklich viel, also so viel auf einmal her? Ist okay, Sito. Wir kümmern uns um deine Familie. Sito mögen, neuer Freund. Sito haben Geschichte. Geschichte helfen, töten Monster. Okay. Sito essen mit Familie. Mhm. Alter Mann kommt nach zu Hause. Alter Mann verletzt. Sito versuchen helfen. Alter Mann sagen, er machen Monster. Sito wütend auf alter Mann. Monsterfamilie wehtun. Alter Mann entschuldigen Monster wehtun Familie. Er geben Sito Glitzerding. Er sagen, Glitzerding helfen gegen Monster. Sito versuchen mehr helfen. Aber alter Mann sterben. Sito legen alter Mann in Boden. Aber behalten Glitzerding. Jetzt geben Glitzerding neuer Freund. Helfen Sito.
Dr. McDermotts Tagebuch. Sind das so was wie Ghoul-Gorillas, dass die schon seit Anfang an? Weil die sehen ja auch. Hi, na? Vor allem, das sind alle Silberrücken. Sind Silberrücken nicht Männchen? Vielleicht müssen sie sich auch gar nicht mehr verwehren, ja. Vielleicht. Darf ich mich ein bisschen umgucken bei euch zu Hause? Okay, keine Kinder durchreichen durch die Gitterstäbe. Oh, lasst mich raten, wohnt Zito hier? Zitos Notiz lesen. Wenn du das hier liest, hast du Markus Zito getroffen. Sein Vater Markus wurde bei einem Supermutantenangriff auf unsere Siedlung getötet und ich fürchte, meine eigenen Verletzungen werden mich ebenfalls dahin raffen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit und ich habe Angst, ihn allein hinaus in diese Welt zu schicken. Aber mir bleibt keine Wahl. Ich flehe dich an, nimm ihn auf und sorg dafür, dass er Nahrung und ein Dach über dem Kopf hat. Sag unserem kleinen Zito, dass seine Eltern ihn lieb haben und er uns immer in seinem Herzen finden kann, wenn er uns sucht. Imelda, Zitos Mutter. No. Das kann ich nicht nehmen, das muss ich liegen lassen. Aber die wächst noch. Hat er sich so einen kleinen Platz da gemacht? Ja, okay, die ist natürlich echt doof, ne? Für die hier drin zu bleiben. Der Mann hat wichtiges Ding. Ja, ich höre mir wichtiges Ding gleich an. Gut, die Sachen lasse ich hier alle brav liegen. Okay. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Das ist begrenzter Platz. Scheiße. Danach werde ich nie wieder richtig riechen können. Naja, ob die jetzt unbedingt schlimmer riechen als du, Porter, ich weiß nicht. Okay, Doc McDermott. Inventar, diverses, das ist natürlich wieder ganz oben. Wie ist das eigentlich mit dieser Tierfunktion? Wie funktioniert das? GW. Passwort. WRT. Weiß ich nicht, hilft einem das so viel? Ich glaube eher nicht. Doc McDermott's. Dr. McDermott's Tagebuch. Hier spricht Dr. Darren McDermott. Letzter bekannter Überlebender in der Safari-Adventure-Replikationsanlage. Das ist meine letzte Aufzeichnung. Ich habe etwas Schreckliches getan. Die Dinge, die ich erschaffen habe, die ich Gatorklaue nannte. Sie müssen vernichtet werden. Man kann sie nicht zähmen oder kontrollieren. Ihre Wildheit ähnelt nichts, was ich kenne. Und jetzt ist der Nukagenrep... Replikator außer Kontrolle. Er produziert sie mit erschreckender Geschwindigkeit. Bitte, irgendjemand, finden Sie meinen oder Dr. Heinz Zugangscode. Schalten Sie den Rip. Ab, bevor es zu spät ist. Und wenn diese Aufnahme Dr. Hein erreichen sollte, hoffe ich, dass er mir verzeiht. Ist er der Original Dr. McDermott? Also, weil das klang jetzt so, weil er noch Ahnung davon hat, von dem ganzen Kram hier. Der letzte Überlebende des Safari Adventure Parks. Aber wenn Zito, so alt ist Zito doch auch noch nicht, ihn getroffen hat, was hat er denn mit sich dann angestellt? Vielleicht auch an sich rummanipuliert? Toter Mann hat wichtiges Ding.
Dann kommen die Gator-Clown, die Monster aus einer Tierklonanlage von irgendwo unter der Safari-Adventure. Glitzerding, helfe, neuer Freund. Ja, wir brauchen aber eine Klonanlage. Ja, das war, er weiß ja nicht, was eine Klonanlage ist. Ja, es war sehr nützlich. Ich muss nur die Klonanlage finden. Situ haben Idee. Situ sehen, alter Mann kommen von großen Dreieckhaus. Lange her sein. Gehen zu großen Dreieckhaus. Finden Klonanlage. Stoppen Monster. Situ kommen mit neuer Freund. Situ helfen. Die Gorillas helfen? Nee, nachher bleibt denen was. Nee. Nee, er soll mir nicht folgen. Soll er mir folgen? Dann bringe ich ihn doch in Gefahr. Nein, bleib bei deiner Familie. Ich komme schon klar. Situ bleiben. Situ beschützen Familie. Besser ist das. Ich habe Angst, dass ihm was passiert. Das möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass den Gorillas was passiert. Ich habe Gage dabei und ansonsten... Naja, Gage ist auch keine große Hilfe. Ich kann mich auch jetzt mal wieder umziehen. Ich habe ja immer noch die Westernklamotten an. Das heißt, ich müsste mal eben... Wir können den... War das der Hut, den ich immer getragen habe? Den Hut aufsetzen. Dann war das, glaube ich, der SB-Anzug, den ich immer drunter hatte. Ja, den hatte ich an. Und jetzt kommt's drauf an. Ich glaube, das war schon gar nicht mehr die besten Sachen, ne? Das ist alles besser. Halt. Ja. Warum habe ich das eigentlich dabei? Das gehört auf eine Powerrüstung. Das Recon Marine, rechter Arm, ist schon mal besser. Ich habe so viel Krachen dabei. Das geht gar nicht. Nein, das ist nicht besser. Zerrissenes Hemd, Socken ist auch nicht besser. Die Marinerüstung. Zack. Nein, jetzt habe ich den Helm auf. Das will ich eigentlich gar nicht. Marinerüstung. Es geht ja nur darum, ein bisschen besser ausgestattet zu sein. Gut, aber ich... Nein. Ich will keinen Helm. Will ich den Helm aufhaben? Na, vielleicht muss es mal mit Helm gehen. Dann sind wir wenigstens besser ausgestattet. Okay, wir gehen wieder raus. Gerade jetzt, wo wir ins Klonlabor wollen, zu den Gator-Clown. Ich bin ja mal gespannt. Wo holen die denn das Gewebe, die DNS her, um die so schnell zu reproduzieren? Das muss man doch irgendwo hernehmen, das Gewebe. Das kannst du ja nun nicht aus der Luft ziehen, oder? Also jetzt mal so als Laie überlegt. Die müssen die ja aus irgendwas machen. Die werden die ja wohl kaum aus Leben formen. Gut, das heißt aber, wir können uns jetzt mal richtig umgucken. Die sehen schon cool aus. Okay, das scheint alles nur Geräuschkulisse zu sein, ne? Warning. Die Tür. Hier ist aber sonst gar nichts mehr. Restrooms. Willst du dich damit wirklich abgeben? Oh mein Gott, was war das? Hab ich mich erschrocken. Wo kam die denn jetzt her? Alter Falter. Ja, das hat Spaß gemacht. Hab ich mich erschrocken. Ich glaube, ich sollte doch schnell das Labor suchen. Voll lieber, wenn mir so viel Getöse irgendwo herkommen. Was ist denn das? Okay. Oh, war das ein Schreck. Und dafür nichts, weil hier alles dicht ist. Nee, sieht nur so aus.
Boah, das bringt aber Adrenalin ins Blut. Ist hier noch irgendwas? Brauchen wir auch nicht wirklich. Naja, gut, hier Plastik. Das können wir mitnehmen. Und hier könnte auch oftmals noch so Tickets sein, die wir noch brauchen. Na, 12.000 Tickets. Sonst muss ich eben halt mal ein bisschen spielen. Ich mag die Musik hier. Wieder angepasst. Ich liebe es. Ich finde das richtig toll, dass sie das angepasst haben. So, pass auf, da hinten war das Primatenhaus. Das ist aber das Dreieck. Ist das das Dreieckhaus? Meint er das? Welcome Center? Ich weiß nicht. Ich bin fast der Meinung, wir sollten dem schnellstmöglich auf die Spur kommen, weil The Jungle Journey Theater, weil so ist das ein ewiger Quell, ne? Die stellen immer neue her. Jetzt sollten wir da einfach mal reingehen. Safari Adventure Empfangszentrum. Weil, so können wir uns ja nicht in Ruhe umgucken. Wenn da immer wieder neue Gator Clown mit so einem Schreck aus dem irgendwo herkommen, dann nee. Nee, nee, nee. Vor allen Dingen, welchen Zweck? Ach, das ist das große dreieckige Haus. Mit welchem Zweck hat er die denn entwickelt? Frage ich mich. Es ist sehr windig hier drin. Da rennt auch eine Gatorklaue lang. Komm schon, du und ich. Weh, ne? Okay, die sind machbar. Der Schrei ist aber übel. Ich gucke mich aber trotzdem erstmal eben hier oben um. Hier ist aber gar nichts. Alles findet unten statt. Mit welchem Zweck wurden die bitte schön? Na, vielleicht erfahren wir das ja. Weil das sind einfach nur Tötungsmaschinen. Mehr sind das nicht. Und wie generieren sie die? Frage ich mich. Wo holt ihr das Material her, um die alle zu machen? Wenn das so ein ewiger Quell ist hier. Nuka Rush Rezept. Bingo. Das nächste. Terminal des Empfangs. Fehler. Code Grizzly. SA-Memo. Abteilung für Gästeinformationen. Auch in diesem Monat werden im Safari Adventure wieder Schulexkursionen stattfinden. Aufgrund des bedauerlichen Unfalls und der nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen nach dem letzten Ausbruch im Großkatzenbereich im letzten Monat bitten wir darum, alle Schulgruppen von mindestens einer Aufsichtsperson pro 6 Kindern begleiten zu lassen. Achten Sie außerdem darauf, dass alle Besucher die Haftungsverzichtserklärung für Todesfälle und Verstümmelungen unterschreiben. Weitere Fragen können Sie an die Abteilung für Gästeinformationen richten. Da steppte der Bär. Da fraß die Großkatze. Von Sicherheitsabteilung. Es treten weiterhin Sicherheitsprobleme mit der fehlgeleiteten und radikalen Gruppe AFAD, Animal Friends and Defenders, auf. Ihre Mitglieder sind an Tiermasken und verschiedenen Tiertätowierungen zu erkennen. Außerdem treten sie gelegentlich auch als Tiere verkleidet auf. Sollten sie eine dieser Personen entdecken, versuchen sie nicht, sich ihr zu nähern, wenden sie sich an das Sicherheitsbüro oder aktivieren sie die nächstgelegene Protektron-Kapsel. Ist daraus das Rudel entstanden? Keine Ahnung. Von John Caleb Brett Burton. Alle mit Projekt Cobalt gekennzeichneten eingehenden Lieferungen sollten zum sicheren Getränkespezialistenlabor in der Nuka World Abfüllanlage weitergeleitet werden. Diese Gegenstände sind nicht für die Verwendung durch unser Personal gedacht. Mitarbeiter, die derartige Lieferungen ohne Genehmigung öffnen, werden daher fristlos entlassen.
von Sicherheitsabteilung. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes der Afad-Gruppe in der Klonanlage gilt ab jetzt Code Grizzly. Bitte verweisen Sie alle Besucher oder etwaige Fragen über die Anlage direkt an Mr. Brad Burtons Büro. Darüber hinaus darf die Baustelle der wütenden Anaconda nur noch vom Sicherheitspersonal betreten werden. Die Aufbauten der Achterbahn sind in gefährlicher Weise instabil und wir möchten nicht, dass sie unsere Mitarbeiter verletzen. Das ist ja was ganz Neues. Ach so, wegen Verklagen, ja. Okay, in der Klonanlage. Interessant. Warte mal, was steht auf der Tafel? Gar nichts, schade. Überhaupt nichts mehr? Nö. Nö. Employees only. Ein Manifest. Okay, das lesen wir mal eben. Ein A. Okay. Ach, wir hören es uns an. Wir, die Mitglieder der AFAD, haben eine wichtige Botschaft an... Psst, Chipmunk, sag ihnen, was unser Name bedeutet. Was machst du da? Das Ding läuft schon. Sag nicht einfach AFAD. Erklär ihnen, wofür das steht. Das hier ist eine ernste Sache, Rabbit. Und ich habe die Aufnahme schon gestartet. Das schneiden wir später raus. Jetzt sag's ihnen. Nun gut. Wir, die Animal Friends and Defenders, haben eine wichtige Botschaft an diejenigen, die für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sind. Wir werden nicht untätig zusehen, wie ihr unsere tierischen Brüder und Schwestern ausrottet. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht dulden, dass Firmen unsere tierischen Brüder und Schwestern im Namen der sogenannten Wissenschaft misshandeln. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht wegsehen, wenn... Vergiss nicht den Teil mit dem sinnlosen Abschlachten der Tiere, um sie zu essen. Du weißt, dass ich hier aufnehme, oder? Siehst du das rote Licht? Tut mir leid, Chipmunk. Ich wollte nur, also, naja... Nimm das Band raus, wir versuchen es nochmal. Und danach schmeißt du nicht das richtige Band weg und behältst das falsche wie beim letzten Mal. Schöner Hintergedanke, leider ins Lächerliche gezogen. Okay, Terminal nur für Angestellte. Terminal gesperrt, mögliche Verletzung von Sicherheitssystemen. Lösegeldforderung, wie bitte? Untersuche. Zu Händen Mr. Brad Burton, die wütende Anaconda, oder einem seiner Lakaien. Wir haben es auf die nette Tour versucht und sie haben nicht mitgespielt. Sie sind sogar so weit gegangen, uns den Zutritt zu ihren Parks zu verwehren. Nun ja, wir leben in einem freien Land. Ganz gleich, was ihr Bonzen denkt. AFAD wird ihnen zeigen, dass sie nicht die Kontrolle haben, die sie sich mit ihrem Geld erkaufen wollten. Wir halten ihren Spitzenwissenschaftler Dr. Hein genau an der Stelle als Geisel gefangen, an der sie ihre tolle, wütende Anaconda errichten wollen. Wenn sie allein kommen, können wir über die Bedingungen seiner Freilassung reden. Wenn sie die Polizei mitbringen, verlieren sie ihren besten Angestellten. Treffen sie die richtige Entscheidung, Mr. Brad Burton, AFAD. Anlagensicherheitsstufen. Aufgrund des in jüngster Zeit erfolgten Anstiegs an Sicherheitsverletzungen im Safari Adventure haben wir die Sicherheitsstufen für diese Anlage neu festgelegt. Code Chinchilla, normaler Betrieb, keine aktiven Sicherheitsmaßnahmen. Code Orang-Utan, Sicherheitsprotokolle in geringem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Dingo, Sicherheitsprotokolle in mittlerem Ausmaß werden eingeleitet. Code Grizzly, die vollständige Sicherheitsabriegelung wurde eingeleitet. Laborstatus Code Grizzly, dann werden wir noch nicht reinkommen, ne? Für diese Anlage gilt eine vollständige Sicherheitsabriegelung. Neben Dr. Hein, Dr. McDermott und Mr. Brad Burton haben keine weiteren Personen Zutritt zum Labor. Jeder Versuch, in die Anlage einzudringen, hat den Einsatz tödlicher Gewalt zur Folge. Weitere Informationen erhalten Sie bei L.B. Shelton im Sicherheitsbüro. Okay. Also, ja gut, wütende Anaconda wird ja hier irgendwie eine Attraktion sein, ne? Wahrscheinlich irgendeine... Achterbahn im Bau, wollte ich sagen. Dann hätten wir vielleicht doch Sito mitnehmen sollen. Dann hätten wir nicht zurückrennen müssen.
Aber es muss nicht sein. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern die dann so als NPCs sterben könnten. Wir könnten uns erstmal weiter umgucken. Vielleicht hier draußen nochmal ein bisschen. Wahrscheinlich dann sind hier noch ein paar Gatorkrallen. Das haben wir schon, ne? Ist egal, ich nehme es trotzdem mit. Alles klar. Hier ist irgendwo gerade eine Gatorkralle aufgetaucht. Teddybär, ich rette dich. Ja, okay. Es wackelt wie blöde. Hier irgendwo ist eine. Na, wo ist sie denn? Da ist eine. Was ist denn da gerade? Wo willst du denn hin? Schlechte Entscheidung. Ja, es tut mir leid. Aber wenn du so schnell bist, dann muss ich dich eben halt zum Stoppen bringen. Was ist denn da gerade hingeflogen? Ein Stück. Keine Ahnung. Was war das? Ein Bramiluf-Langhorn. Ich hoffe, da ist sind das diese Wasserbüffel? Was ist hier? Gar nichts, was ist das? Oh Gott, da liegt das Euter. Das ist kein schönes Wetter. Ich hoffe, es wird bald besser. Quarkys Baumhaus. Baumhaus? Ah, okay. Und natürlich noch eine Gatorkralle. Da ist auf jeden Fall noch eine. Der steht, der wird gestoppt vor dem Kinderwagen. Ja, ja, ich merke das. Aber du triffst halt nicht. Das Einzige, was passiert ist, dass er da eingesperrt ist. Der Spaß kann beginnen. Okay, das sieht nach Ameisen aus da hinten. Ich bin eben gerade erst gespawnt. Ich hatte eher an Ghule gedacht, weil hier sind so überhaupt keine. Warum haben die Zigaretten? Oh, ich könnte hier mal eben ein bisschen kochen. Ich meine, lass ihn doch da. Das ist. Ach, während des Kampfes kann ich das natürlich nicht. Nein, na gut. Was macht er da? Reptilienhaus. Ich komme. Ach, Brot. Oh Mann, wie fies. Die war sogar eingesperrt. Das sah man gar nicht. Die war da drin eingesperrt. Okay, das ist aber ein bisschen gemein, ne? Naja. Bärenhöhle. Okay. Da kommen wir auch gleich nochmal eben rein. Gucken wir uns aber trotzdem erstmal eben um.
okay. Bären. Don't feed the bears. Haben wir die nächste. Ja gut, das Rudeln macht hier Sinn, ne? Man kann auch von außen wahrscheinlich rein. Wir haben ja auch solche... solche Antilopen oder Gazellen, Entschuldigung. Ja, hier die auch durchgekommen. Employees only, aber da ist sonst nichts weiter, ne? Nur, dass hier irgendwas versteckt. Nee, das ist nur ein Gebüsch. Man fragt sich ja auch, wie viele Tiere überhaupt dann noch so da sind. Na, es scheinen dann ja doch sehr viele... Oh! Ausgestorben zu sein. Plastiklöffel. Eine Plastikgabel. Nein, dich hinsetzen. Ich wollte das nur nehmen. Ich hasse das und du kannst das nicht abbrechen, ne? Steh auf. Bitte. Danke. So, bitte. Habe ich jetzt die Quantum genommen? Nein, sie liegt da. Jetzt traue ich mich nicht, ihr zu drücken. Nein. Doch jetzt. So. Nicht hinsetzen, nicht hinsetzen. Oh, das ist eine eiskalte. Oh, sehr schön. Gut, bevor wir jetzt hier, wobei hier geht es eigentlich nur wieder zurück, ne? Was ist eigentlich hier? Ist einfach nur Wasser? Gibt es das hier einfach nur Wasser? Und hier waren wir schon. Was ist das? Hier sind natürlich auch Blutwürmer. Heute nicht, Kumpel. Was ist das? Das ist ein Grab. Oh, ist das der McDermott? Weißt du, nicht wusste, wo er ihn sonst verbuddeln sollte? Kann das sein? Nur so als Überlegung. Ich sehe dann safe. Ich sage immer gucken, Augen aufhalten. Geschafft. Fuck. Oh, die Sonne kommt wieder raus. Sehr schön. Ach, hier hätten wir sogar durchgekonnt. Na gut. Dann würde ich sagen, vielleicht noch mal eben die Bärenhöhle. Wobei jetzt das Wetter gerade wieder schön, aber ich glaube, wir haben hier außen zu weit. Nee, das stimmt nicht. Wir haben noch nicht beim Baumhaus weitergeguckt. Wir könnten mal eben in die Bärenhöhle reingehen. Apropos, was hat der denn da? Was ist das? Ein Abzeichen, so ein Badge von New Coca-Cola, okay.
Nee, ich bin hier lang. Ne? Kann man auch hier drin? Nee, der war es nicht. Das ist so ein Bären. Boah, Mann, oh Mann, warum erschrecke ich mich noch so? Ah. Das ist ja schrecklich. Ich muss gleich aufhören, ey, sonst. Man kann nur so und so oft sich erschrecken, ohne gleich einen Herzinfarkt zu kriegen. Oh, die haben auch Blutproben, sehr schön. Na, habe ich jetzt gerade eben meine Patronen da reingelegt. Oh. Hier ist sonst nichts weiter, okay. Hauptsache, du hast Spaß. Nein, das war nicht das Gehege, das war das andere Gehege. Da ist noch ein Mülleimer. Jo. Das läppert sich ja schließlich auch zusammen. Hatte ich die hier schon? Ja. War das denn das hier? Ja, das war's. Da ist nämlich auch noch eine Höhle. Das ist bestimmt auch ein Eingang. Oder? Der Spaß kann beginnen. Ach, hier ist schon einer. Was, Boss? Ich habe gar nichts verstanden. Ich hatte eben gerade Zeitlupe. Ich denke, man kann auch bestimmt hier rein, ne? Ja, aber ich möchte da eigentlich nicht. Dann gehe ich, glaube ich, lieber durch die Luke. Das machen wir in der nächsten Folge. Weil das für Angestellte ist. Das heißt, wir kommen von hinten dann da rein. Das ist mir eigentlich lieber. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir gehen in die Bärenhöhle in der nächsten Folge. Alles Liebe wünscht euch, Lissi. Macht's gut, ihr Lieben.